Mein Tagesablauf für maximale Energie, das ist die Frage der heutigen Question and Answer Session im Vegan Podcast. Christian, wie sieht dein genauer Tagesplan auf, dass du immer so fit, so voller Freude und so voller Energie bist? Genau das erfährst du heute in diesem Podcast. Willkommen im Vegan Podcast mit der Nummer 1 für vegane Ernährung in Deutschland. Hier ist dein Christian Wenzel. Hier ist wieder dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ich hoffe doch hervorragend. Mir geht es hervorragend, denn ich bin jetzt schon seit ungefähr einer Woche im Hippocrates Health Institute in Florida. Und dort kann es einem nur gut gehen, sage ich jetzt mal. Wenn du dich auch dafür interessierst, wir haben in den Show Notes ein tolles E-Book dafür verlinkt. Und vielleicht schaust du auch ab und zu mal in meine Instagram-Stories rein. Link dazu auch in den Show Notes. Du kannst dir die Stories auch anschauen, wenn du nicht bei Instagram bist. Und dort erfährst du ein bisschen mehr, wie dort mein Tagesablauf aussieht. Aus dem verrate ich dir ein bisschen. Und gegen Ende der Episode gebe ich dir auch einen kleinen Hinweis, wie du noch mehr aus deinem Tagesablauf rausholen kannst. Ja, wie sieht er aus, mein Tagesablauf? Den haben wir auch in der 28-Day-Body-Transformation hervorragend runtergebrochen. Deshalb kann ich dir heute mal ein paar Einblicke da rein geben. Und zwar ist es in der Regel so, dass ich gerade jetzt im Sommer so zwischen 5 und 6 Uhr aufstehe und dann habe ich zunächst mal ein lauwarmes Zitronenwasser. Dann mache ich Zitronen und auch Limetten, wenn ich welche habe, rein. Das heißt, ungefähr eine halbe Zitrone oder eine halbe Limette ausgepresst auf einen halben Liter Wasser. Und der hilft quasi mir täglich zu detoxen, zu entgiften. Der füllt meinen Wasserbestand wieder auf, der über die Nacht verloren gegangen ist und hilft der Leber einfach bei der Entgiftung und die enthaltenen Minerale, die eben im Zitronensaft drin sind und auch organisch verfügbar sind, helfen natürlich da eben auch. Zweites Ding ist dann, dass ich mir einen grünen Saft zubereite. Das kann ein Selleriesaft sein, das kann ein Weizengrassaft sein, das können andere Säfte sein. Wichtig ist nur, dass es ein Saft ist, um weiterhin im Entgiftungszustand zu bleiben, aber mich schon mal wichtig mit wirklich wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und lebenden Enzymen zu versorgen, sodass eben auch meine Darmflora, mein Darm hervorragend wieder aufgebaut werden kann oder intakt bleibt. Das ist ja so ein bisschen meine Challenge, dass ich sehr, sehr oft Blähungen habe oder Füllegefühl, weil einfach meine Darmflora nicht optimal ist. Und wenn du darüber mehr erfahren möchtest, gibt es übrigens Biomes. Dort war ich vor ungefähr 4 Wochen zu Gast in Berlin. Die machen hervorragende Darmflora-Analysen. Und wenn du das Gefühl hast, hey, deine Darmflora, deine Absorption der Lebensmittel ist nicht so optimal oder du hast sehr, sehr oft Magenprobleme, Blähungen, Völlegefühl, Durchfall, vieles, vieles mehr, dann solltest du mal wirklich dein Mikrobiom untersuchen lassen und das wird mit diesem einzigartigen Test gemacht. Biomes fördert oder zahlt mich jetzt nicht für diese Empfehlung, die ist mir wie immer spontan hier eingefallen. Ja, dann später am Tag, wir haben dann meistens schon so 10, 11 Uhr, gibt es dann weiterhin Wasser, manchmal eben auch Algensäfte, also sowas wie Chlorella, Spirulina, AFA-Algen sind da sehr, sehr gut. Da solltest du nicht zu viel davon nehmen, aber auch die unterstützen natürlich bei der Entgiftung. Ich bin ja ein Typ, der macht Intermittent Fasting, auf jeden Fall immer bis mindestens 12 Uhr und dementsprechend nehme ich auch kein Smoothie oder irgendwas anderes zu mir, denn ein Smoothie ist in der Regel ja auch voll mit Ballaststoffen, mit Faserstoffen, sprich mein Magen muss arbeiten und der nimmt mir dann Energie weg. Ich mache ja immer früh Sport, also das heißt in der Regel gehe ich von 7 bis 9 Uhr ins Fitnessstudio, gehe laufen, gehe Radfahren. Hier im Hippocrates Health Institute gehe ich schwimmen sehr, sehr viel. Hier sind sehr viele Pools und diese Pools sind ohne Chlor. Die vertrage ich hervorragend, meine Haut wird nicht trocken, ich habe überhaupt keine Probleme, meine Nase ist nicht zu. Also ich kann dir absolut empfehlen, wenn du schwimmen gehst, dann auf jeden Fall in ein See oder ein Schwimmbad oder das Schwimmbad ohne Chlor, denn Chlor ist eines der Gifte und vergiss nie,
Diese Gifte werden alle auch über die Haut aufgenommen. Die werden alle über die Haut auch absorbiert. Das heißt, mach dir da keine Illusion, dass du denkst, hey, das Chlor, das kommt nicht in meinen Körper, weil du ja kein Wasser schluckst oder ähnliches, sondern das geht auch über die Haut und das ist eben ganz, ganz wichtig zu wissen und dementsprechend vor allem früh immer darauf achten, deinen Körper zu detoxen. Natürlich, wenn du jetzt andere Ziele hast und trotzdem früh Sport machen möchtest, wenn du beispielsweise das Ziel hast, Muskeln aufzubauen, dann ist es wichtig, dass du zumindest essentielle Aminosäuren zu dir nimmst vor und nach dem oder während und nach dem Sport, um eben deine Muskeln zu schützen. Wenn du abnehmen möchtest, ist das eine hervorragende Gelegenheit. Intermittent Fasting, Frühsport, danach nochmal zwei, drei Stunden ohne Frühstück. Dein Metabolismus, also dein Stoffwechsel, ist wirklich auf Hochtouren. Du verbrennst wirklich Fett und nicht nur Kalorien in Form von Glykogen, was eh noch in den Muskeln Zellen gespeichert ist und damit kannst du hervorragend deine Abnehmziele unterstützen. Essentielle Aminosäuren, übrigens habe ich jetzt gesehen, gibt es nach wie vor kostenfrei von einer Firma, die uns mal gesponsert hat, What the Sub, die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Nicht unbedingt das gesündeste Produkt, muss ich gleich dazu sagen, allerdings aber wenn du eben darauf Wert legst, dass es hochwertige Aminosäuren sind, kannst du das auf jeden Fall in dein Getränk hinzufügen, denn da ist ja das Wichtigste, dass du eben deine Ziele erreichst. Ja, als nächstes ist dann das Mittagessen dran, dann das Fastenbrechen, also Fasten, das Mittagessen ist das Fastenbrechen und da kann ich halt absolut empfehlen, dass du da jetzt mit Sprossen startest, also vielleicht magst du dir die ein oder anderen Sprossen ziehen zu Hause. Du kannst einen grünen Smoothie machen, ein bisschen gesprossene Buchweizen zum Beispiel drauf tun, gesprossene Linsen, gesprossene Brokkolisprossen, Alfalfa-Sprossen. Da gibt es ja so viel, was auch super einfach zu sprießen ist. Also solltest du Sprossen in deiner Ernährung haben, gerade mittags, um Enzyme in deinen Körper zu tun. Und diese Enzyme helfen auch wieder deinen Körper, dein Immunsystem vor allem und auch die Darmflora aufzubauen, zu unterstützen. Nimm nicht zu viel Fett mittags, also mein Mittagessen ist dann in der Regel sehr, sehr grün, entweder als grüner Smoothie oder eben mit sehr viel Gemüse, gesprossenes mit drin und eben, ja, vielleicht eine Kohlenhydratquelle, wenn du unbedingt möchtest. Ich vertrage da zum Beispiel Hirse sehr, sehr gut, also so ein leicht aufgekochter Hirsebrei. Du kannst aber, klar, die gesprossenen Buchweizen, die ich erwähnt habe, sind auch eine hervorragende Kohlenhydratquelle oder gesprossene Linsen. Du kannst auch Süßkartoffeln oder Kartoffeln nehmen. Hüte dich vor zu viel Reis, hüte dich zu viel Nudeln sozusagen und auch Brot und so weiter. Brot esse ich überhaupt nicht. Und es sollte natürlich glutenfrei sein. Ja, meistens versuche ich nachmittags dann nochmal eine kleine Sporteinheit reinzulegen. Also ich versuche dreimal am Tag meinen Stoffwechsel auf Sprung zu bringen. Und das muss jetzt nicht direkt wieder eine Stunde Training sein, sondern das reicht auch nur 5 bis 10 Minuten, den Körper wieder auf Hochtouren bringen, sodass der Stoffwechsel gut funktioniert und dass du über den Tag hinaus eine gute Fitness hast. Und dann gegen Abend hin wird die Mahlzeiten dann proteinreicher, gegebenenfalls auch fettreicher. Da kannst du dir vielleicht auch mal ein bisschen was Gekochtes gönnen, um da eben, weil dein Körper braucht nicht mehr so krass die Energie. Das heißt, wenn du vorher viel Gekochtes isst, wenn du vorher sehr, sehr viel auch Protein zu dir nimmst, dann musst du immer damit rechnen, dass Energie abgezogen wird von deinem Energiekonto, weil es natürlich aufwendiger ist, das zu verdauen, als wie wenn du jetzt Sprossen hast, wenn du grüne Sachen hast, wenn du teilweise auch Obst hast, was sehr, sehr schnell verdaubar ist und vieles mehr. Das heißt, diese einfachen Lebensmittel, die oder auch, wie gesagt, Keimlinge, die lassen sich sehr, sehr gut in den Alltag integrieren, sodass du dort eben weiterhin für den Tag maximale Energie hast und darum soll es ja letztlich eben auch gehen. Und abends kannst du dir dann was gönnen, du hast den Tag geschafft, du hast volle Energie, du kommst ein bisschen runter, dein Geist mag sich auch entspannen und dementsprechend magst du da eben auch dir was Schönes gönnen zu essen und vergiss nie, dass du auch während dem Tag vielleicht die ein oder andere Nahrungsergänzung noch zu dir nimmst, vielleicht ein paar Dinge, die dir fehlen, mach da auf jeden Fall einen Bluttest, kann ich dir auch
Lykon zum Beispiel empfehlen, die hervorragende Bluttests haben. Auch da findest du den Link in den Shownotes. Wenn du das Gefühl hast, dir fehlt irgendwas, dann versuch auf jeden Fall erstmal rauszufinden, was dir fehlt, denn ansonsten versuchst du über Ernährung, über Sport, über andere Teile das auszugleichen, was aber nie funktioniert, denn wenn dir ein essentieller Nährstoff fehlt in der Ernährung, dann können eben auch andere Dinge, äußere Umstände, das in der Regel nicht ausgleichen und dementsprechend solltest du dann da, wo es sinnvoll ist, supplementieren. Übrigens, hör als nächstes in die nächsten Episoden rein. Dort machen wir auch eine spezielle Episode mit den Experten hier aus dem Hippocrates Health Institute zum Thema Supplemente. Supplements Exposed nennt sich das. Das heißt, wir decken mal wirklich auf, welche Nahrungsergänzungsmittel sind wirklich wertvoll, welche sind gut für dich und welche eben nicht. Und dementsprechend kannst du dann da eine bessere Wahl treffen. Ja, das mal so weit. Das ist natürlich nicht die komplette Wahrheit. Also ich bin jetzt nicht in alle möglichen Details gegangen, was ich alles tue, um fit zu bleiben. Das erfährst du natürlich in der 28 Tage Beautiful Body Transformation. Da kriegst du für nur 27 respektive 47 Euro 28 Tage lang meine persönlichen Inspirationen. Du kriegst Videobotschaften, du kriegst 24/7 WhatsApp Support, du kriegst 3 Live Calls mit mir in einer Gruppe zusammen, die dich gegenseitig pusht, und dort gehen wir den kompletten Ablauf und natürlich eben auch ja langfristige Dinge an, wie du mit Ernährung, wie du mit dem richtigen Mindset, wie du mit der richtigen Bewegung jung aussehen kannst, fit bleiben kannst und natürlich voller Energie bist. Schau da gerne rein, und wenn du eine persönliche Frage an mich stellen willst, dann geh auf Upspeak, lade dir die Upspeak-App herunter. Und dort kannst du dir jetzt noch kostenfrei eine persönliche Frage stellen, die ich dir natürlich dort auch in der App via Voice Message beantworte. Nimm das auf jeden Fall in Kauf oder in Betracht. Ich freue mich, auf jeden von euch zu hören. Es ist für mich keine Last, sondern eine Riesenfreude. Und du wirst die nächsten 2 Wochen ganz, ganz viel hören hier aus dem Hippocrates Health Institute. Die nächsten Episoden gehen vor allem darum, wie du dich innerlich reinigen kannst, um äußerlich maximale Energie, maximale Lebensfreude und maximal jung auszusehen. Freu dich darauf. Mit den Experten hier aus dem Hippocrates Health Institute sage ich ciao und adieu. Stay healthy, stay vegan, eat your broccoli. Alles, alles Liebe. Dein Christian. Willkommen im Vegan Podcast mit Sarah.